Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind ja heute in einem Stasi-Heim unterwegs. Ist zwar schon alles ziemlich kaputt, aber wir werden mal schauen, was wir hier noch so finden. Und ja. Das würde auch Sinn machen, warum hier so Löcher drin sind. Und die ganze Technik und so, weißt du? Ah, okay. Aber dann war der Pool ganz schön tief. Kann doch kein Pool gewesen sein. Aber guck mal, hier ist der Ablauf, wenn das Wasser rüberschwappt. Vielleicht war das auch einfach nur so ein teichmäßig, so ein Indoor-Teich. Weil guck mal, da ist ja auch die Decke offen gewesen. Ja. Naja. Ich muss aufpassen, dass du nicht rinfällst, wa? Ja, bei den Löchern, ja. Oh, Alter. Ist aber gar nicht so tief. Leucht mal rein. Oh, voller Wasser. Nee. Nur hier. Guck mal, da ist nicht. Ah, trotzdem. Ja, reinfallen muss man jetzt trotzdem noch rein. Aber hier reinfallen wir noch höher. Jo. Und? Braucht man nicht rein, ist voll mit Wasser. Oh, voll innen rüber eben halt über das schöne Graffiti. Ja. Hier war eine Autohalle oder sowas. Oder Anlieferung. Also bis jetzt erschließt sich mir das Gebäude ja überhaupt nicht, ne? Nee, auch nicht. Das sieht aus, als wenn hier ein Zug lang gefahren ist. LKW. Ja. Anlieferung. Hat ja gerade gesagt. Achso, nein, ich hab's nicht gehört. Ich war zu weit weg. Ja, nee, das sieht aus wie Anlieferung oder so. Haben nur die Zuschauer gehört. Aber nee, stimmt, so richtig Sinn macht das für mich bis jetzt auch noch nicht. Oh Mann, Alter. Mann, der Raum ist komplett leer. Da ist nichts drin. Machen, wenn hier noch Möbel oder sowas drin wären. Ja, aber es ist natürlich alles kaputt und im Eimer. Natürlich hat sich der alte Mann auch vorher mal wieder nicht erkundigt. Das heißt, wir haben, außer dass es hier mal ein Stasi-Heim war, auch absolut keine Informationen, wie lange das hier in Benutzung war oder sonst was. Das bedeutet wie immer, wenn wir noch irgendwelche Informationen im Nachhinein rausfinden, werden wir die eingeblendet. Irgendwo im Video sehen. Aber hier geht's ja noch weiter. Und naja, theoretisch würde es über die Treppe noch nach oben kommen.
Ja, wenn dann noch Stufen werden. Habe ich gerade gesehen, dass sie nicht da sind. Guck mal da an der Seite. Ja gut, ist ja Metall. Könnte man. Ist auch alles nass und rutschig natürlich. Könnte man hier nach oben gehen. Ja, aber vielleicht gibt es ja irgendwo eine vernünftige Treppe. Ja, da vorne. Achso. Habe ich gerade schon gesagt. Habe ich nicht gehört, Entschuldigung. Da waren Ratten. Wo? Da, ich hab die gehört. Hat er so gequietscht. Wer jetzt rausgekommen rankommt, ist schon eklig. Ne? Läuft mal ein bisschen weiter rum. Warum sieht denn die Treppe so clean aus? Keine Ahnung. Ich muss jetzt echt aufpassen, da sind überall Löcher am Boden, ne? Oh, ja. Ach nee, doch nicht. Ich muss doch nicht aufpassen. Oder vielleicht doch. Ist ja schon gebrochen überall. Guck. Ja. Ja, da geht's nach unten durch. Also auf die Flächen sollte man vielleicht nicht treten. Ja. Das Thema war, sieht aus wie ein Ballsaal oder so, weißt du? Ja. Obwohl die ganzen, mich irritieren die ganzen Aussparungen. Also ja, die Löcher waren ja unten auch schon überall. Ah, das ist natürlich geil, ne? Glaubst du, das war komplett offen? Ja. Eigentlich ganz gern noch eins nach oben, ne? Ich auch. Aber vielleicht von dem anderen Gebäude. Ja. Müssen wir da mal rangehen. Ja, auf der Seite eben, ehrlich. Das heißt, wir waren eben im Keller. Ja. Ist ja alle kaputt fahren. Hier war der Fahrstuhl. Ah ja. Mal waren hier Wohnungen drin, so kleine Zimmer? Ja, vielleicht waren hier die, wenn das ein Heim war, dann entweder Übernachtung, wenn die im Urlaub waren, weißt du? Ja, aber guck mal, hier ist Klo. Aber die Dusche oder das Klo, eins von beiden. Da oben die Lüftung. Und zwei Zimmer. Nee. Doch nicht. Ja, war ein Zimmer mit Durchgangstüren. Ja. Obwohl hier ist kein Bad. Hat das ja auch zusammengehört. Oder hier waren Kabelschacht? Ja. Ja. Kabelschacht. Das hier war ein Balkon.
Nee, einfach nur ein Dach. Meinst du? Ja. Fehlt auch die Linde und alles. Und ein Fenster. Das kann ja hier gestanden haben. Hier war die Terrassentür, also die Tür zum Rausgehen. Ja, aber du siehst ja nirgendwo, wo die Länder festgemacht waren. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht war es auch hier vorgemacht. Ja, guck mal da, Alter, überall Müll. Ja, ist ja normal, leider. Na, guck mal, vielleicht war das ja auch hier. Hier waren alle Müll. Gesagt, war am Balkon. Ah ja, okay, gut. Da ist der Länder noch da. Ja. Ja, ist wieder genau das Gleiche. Das sieht mir ganz nach Hotelzimmern aus. Ja. Und da ist noch eine vereinzelte Steckdose. Das sieht gut aus. Che. Was ist denn das für eine Treppe? Guck mal. Das ist neu, oder? Oder noch nicht fertig. Ja, jetzt würde jemand die Treppen neu machen wollen. Deswegen steht da auch ein Spaten. Also das ist die Rottreppe, da fehlen die Stufen. Ja. Kann natürlich auch sein, dass das hier nie aufgemacht hat, sondern einfach im Oberzustand. Ja, das kann sein, ja. Dass die Wände dazwischen kamen, weißt du? Ja. Ja gut, das ist natürlich möglich, ja. Oh, die sehen cool aus. Ja. Cool, das ist natürlich direkt kommt, 2 Sekunden bevor ich sage, das ist bestimmt woanders. Ja. Richtig gut. I think in black. Ah ja. Ich glaube, ich habe die Antwort gefunden. Ist hier vom 12.01.89. 15. Das wird wahrscheinlich das Fertigteil sein. Kann sein, ja. Und dann ist natürlich klar, ja, 89, ist logisch, warum das nicht fertig ist, beziehungsweise das alles so unfertig aussieht. Oh, hier oben zieht es aber ordentlich durch. Naja, kein Wunder, würde ich mal sagen. Wenn wir uns angucken, dass das Dach komplett fehlt. Guck mal, hier oben sieht es aber auch wieder. Hier oben ist wieder ein bisschen anders. Also nicht von den Zimmern her. Aber. Aber hier war nie ein Dach drauf. Nee. Also. Oh, Mann.
Ja, das ist wirklich toll. Ach, guck mal hier hinter mir. Da haben wir das zweite Bild. Lass uns erst runter, oder wollen wir erst hochgehen gucken? Wir können erst hochgehen gucken. Ja, guck mal, wir hätten da unten hochkommen müssen. Wir hätten da drauf, da kommst du sonst nicht hoch. Fall da bloß nicht drin. Ja, nee, in die Etage. So ist da nach Feierabend. Ja, die war irgendwie, keine Ahnung, das ist nochmal so ein Zwischengeschoss, Zwischenebene. Und hier ist der Fahrstuhlschacht drunter, drunter den. Ja. Wahrscheinlich hat hier der Motor oder was die Hand. Ja, kann sein. Hier geht's weiter. Weißt du, worüber ich gar nicht nachgedacht habe? Wir müssen jetzt hier auch wieder runter, das würde ja richtig bescheuert aussehen. Naja, dann komm los, mach mal. Zeig uns mal, wie du da runterkommst. Vorwärts oder rückwärts? Probier mal, ich mach dann das, wie du runtergekommen bist. Das wird klappt, wa? Wenn ich jetzt wegrutsche, läufst du anders. Ja. Oh, schade, hat uns nicht gefallen. Dann hoffe ich, dass du jetzt fällst. Und zwar richtig. Nein, ich muss nicht mal hingucken. Ich möchte nicht mal hingucken, ja, weil du gesehen hast, wie ich das mache. Aber das war jetzt hier war jetzt zu Ende, ne? Du meintest noch eins runter, ne? Ja. Weil da ist ja die Wand, da kommst du ja nirgendwo weiter. Oder kamst du da weiter? Nee, eben nicht. Ich bin der Meinung, jetzt. Wenn. Ja? Wenn dann ja, jetzt. Nee. Ja, aber das Dach wäre jetzt hier in unserer Höhe. Ist abgestuft, das ist eine andere Höhe. So Leute, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr unser letztes Video sehen wollt, könnt ihr einfach hier oben draufklicken, es ist verlinkt. Und ja, lasst ein Like da, abonniert, kommentiert und bis zum nächsten Mal.